Oh, da hinten. Ach, solche Bullshit hier. Störte Bäcker verschnitt. Gerade ein Halbleiter, noch mehr Munition. Okay, munitionstechnisch war das ganz gut. Wobei das jetzt vermutlich ausnahmsweise mal kein finanzieller Ausgleich für den Energieknoten war. Einfach mal entgegengesprintet, weil ich den schneller erledigen konnte. Bei dem muss ich versuchen, auf die Hitbox von dem Geländer ist so gut. Da auf den zu schießen. Den möchte ich haben. Friss! Hier musste ich jetzt so ein bisschen taktisch versuchen vorzugehen. Mehr oder weniger taktisch. Medikit. Waffen durchladen. Ei.
sollte an meinem Präzisionsskill noch arbeiten irgendwie. So, den habe ich schon nachgeladen, den muss ich noch nachladen. Und den kann ich nicht nachladen. Schade. Jetzt schon. Wenigstens sind die alle hier wirklich tot. Bis so ein Flatterviech kommt und sie wiederbelebt. So. Dann holen wir hier erstmal alles, was zu holen ist. Und dann... ein Schlüssel. Das muss der Schlüssel sein, Isaac. Damit kommst du in den Kontrollraum und kannst den Asteroiden abfeuern. Vergiss aber nicht, den Sender vorher anzubringen. Ich habe noch einen Bericht über den Wahnsinn der Kolonisten gelesen. Alles schien anzufangen, als sie den Marker aus dem Planeten holten. Weiß Gott, wie lange der schon da unten war. Aha, aha. Ja. Sie sagt, ich soll mal nicht vergessen. Wow, wow, was, wo? Fick dich! Fick dich! Ah. Hi, du hast auf der anderen Seite der Tür was vergessen, Kollege. Ja, ich habe zu viel Angst, um jetzt zu erkunden zu gehen. Bitte recyceln Sie regelmäßig nicht benutzte Materialien. Vielen Dank. Habt ihr gehört? Ihr hättet euch recyceln müssen, Jungs. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da komme ich her. Dann kann ich ja hier nochmal gucken. Achso. Ach, hier bin ich. Ah. Okay. Oh nö. Scheiße. Ich mag den Aufzug hier nicht. So. B hat gesagt, wir müssen nach unten. Und zwar zwei Decks. Ah. Scheiße, ich will nicht. Das hört sich nach dem großen bösen Onkel an. Oh nein, ich will nicht. Ich tisch wieder. Ach so. Ich krieg zu viel. Audio-Log. Dr. Klein, was zum Teufel? Zurück. Einen Schritt näher und ich erschieße ihn. Verraten Sie mir sofort die Zugangscodes zur Frachtbucht. Sie Vollidiot, hier ist die Weiterverarbeitung. Warum sollte ich diese Codes haben? Lügen Sie mich nicht an. Ich bin's leid, dass alle mich anlügen. Es hat höchste Priorität, dass ich den Marker bekomme. Spucken Sie jetzt die Codes aus. Ich habe sie nicht. Ist das das, was Sie mit dem Captain gemacht haben? Na los, erschießen Sie mich, wenn Sie wollen. Idioten! Nur so kann man es aufhalten. Der einzige Weg, das alles zu beenden. Der ist total durchgeknallt. Ruf mal jemand die Security. Okay. Ja, die Besatzung fängt an durchzudrehen. So beginnt es immer. Ach ja. Hier war nicht zufällig im Laden. Unser Inventar ist nämlich voll.
deshalb musste ich gerade schon so ein bisschen hin und her schieben. Wenn man uns hier schon einen Luftkanister gibt, dann tun wir gut daran, den auch mitzunehmen. Dann werden wir den vermutlich jetzt gleich brauchen. Und können hier praktischerweise nochmal... zwischenspeichern. Und dann hoffe ich, dass ich demnächst einen Laden finde, weil wir haben schon wieder einen riesen Arsch voll Superklingen, die wir niemals verschießen werden können, brauchen werden, wie auch immer, in diesen Massen. Ich hab dich im Auge, Luftschatz. Alter, wie traurig, die ganze Munition da drüben liegen zu lassen. Bloß weil das blöde Inventar voll ist. Die können wir aber mitnehmen. Let your tools do the talking. Ja, das machen wir jedes Mal aufs Neue mit unserem Plasma-Cutter. Das nennt man dann aggressive Verhandlungen. So, geh auf Tor. Bist du das wirklich? Es kommt mir vor, als wäre es ewig lange her. Aber ich kann dir helfen. Komm mit mir. Frau! Bleib stehen! Tja, da haben wir die doch tatsächlich in Natura gesehen. Das hätte ich ja jetzt nicht erwartet. Jetzt habe ich ein Medikit genommen, jetzt kann ich die Dinger wieder mitnehmen. Ha. Tja, schauen wir mal, was sie uns zu erzählen hat. Und vor allen Dingen ist im Lagerraum neben dir. Ich glaube, ich kann das Schloss von hier aus deaktivieren. Warte kurz. Es würde mich interessieren, wie sie so lange überlebt hat. Haben wir erstmal nicht genug Reichweite dafür. Solange die Einis nur da drüben kommen und nicht hier bei mir. Die Frau können sie ruhig umbringen. Oh. Aber mich bitte nicht! Nehmt die Frau! Das verstärkt ja mein Interesse daran und der Frage, wie konnte sie so lange überleben? Ich kann nicht zu dir, aber ich werde einen Weg finden. Ich liebe dich. Das hier wird bald vorbei sein. Na, du bist ja optimistisch. Na, du hast ja ganz schön starke Beine. Kick die einfach die Viecher aus dem Weg. Ist ja wie hier... Wie hieß er noch? Sanji! Genau, der konnte das auch. Der hatte auch Megabeine.
So. Isaac. Hey, ich hatte eben kurz dein Signal verloren. Ist das da etwa? Na. Wie ich sehe, hast du den Sender. Dann also auf zum Schiffdeck und bringe ihn da an dem Asteroiden an. Ich habe die Flugbahn mehrmals durchgerechnet und wenn wir ihn bald abfeuern, stehen die Chancen ganz gut, dass er einen sicheren Abstand erreicht und senden kann.